Also wenn Humboldt sagt, dass der Austausch von Gütern ganz entscheidend ist, auch für den Austausch, für den intellektuellen Austausch zwischen Nationen und Kulturen, dann müssen wir heute sagen, haben wir mit der Europäischen Union, mit dem Binnenmarkt eigentlich an diesen wesentlichen Gedanken angeknüpft, weil wir den jetzt durchgeführt haben. Also der Binnenmarkt ist Wirklichkeit geworden und hat uns ja auch eben diese Vorteile gebracht. Insofern sind wir auch als Rechtswissenschaftler natürlich dem Denken von Humboldt verpflichtet. Wir vergessen es nur meistens. Und das müssen wir wieder so ein bisschen reaktivieren.